Eine Trollbombe. Und nicht mal ein Zoner, nur eine Bombe. Eine Bombe für eine Bombe. Sloth, du bist auch einfach. Halt die Fresse, Sloth. Obwohl mit der geringen Reichweite, ja. Vielleicht doch ein Problem. Do something, fucking birdie. Also auf jeden Fall, man kann sagen, ich bin momentan mit meinem YouTube-Channel sehr zufrieden. Das ist immer wieder so ein kleiner Ansporn, aber wie gesagt, Team Fortress ist nur im Zweitagesrhythmus momentan. Ich finde, es ist auch irgendwo ein bisschen besser, weil man hat ja die Maps schnell durch. Ich habe sie ja auch schon durch momentan, die ganzen Maps. Habe im letzten Team Fortress Let's Play auch gesagt, also jetzt im paar Tweets, was gerade hochgeladen wird, ich würde wohl gerne andere Maps Let's Playen, aber das hat nicht funktioniert, weil da ein Cheater kam und ich spiele nicht gerne mit Cheater zusammen. Und das war dann einfach nur noch blöd gewesen und ja, vielleicht in der nächsten Aufnahme, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. So, holen wir uns die goldene Kiste. Bam. The World. Was macht The Justice? Ah. Ich wusste, das war doch nicht schlecht. Hat sich gelohnt, das einzusetzen jetzt. The World, ja, enthüllt die Karte. Logischerweise. Okay, nicht logischerweise. Map könnte es auch heißen, wird die Karte enthüllt. Aber World enthüllt die Karte bei uns. Und ist auch eine Karte, die man gerne mitnehmen kann. Werde ich auch im nächsten Ding gleich sofort benutzen. Und dann sehen wir gleich, wo irgendwelche Geheimnisse sind. Gegen Pestilenzer. So, ich möchte gerne, dass du hier drauf ballerst. Baller, baller, komm schon. Schieß. Wieso? Das ist ein böser Pestilenz. Ja, lutsch doch meinen Schwanz. Belch! Fuck off! Seit wann hinterlässt Pestilenz eine Spur? Ist das neu oder war das schon immer so? Hier, es gibt nur eine Person, die mir das jetzt beantworten kann. Angel Rico. You know the answer. Und ich bin gerade am Verkacken. Gott! Ich habe einfach zu schlechte Items. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Birdie, do something. So gegen Damage Output ist das schwer und ich kann es auch gerade nicht vernünftig kommentieren. Weil ich gerade total Schiss hab zu verkacken. Ich meine, der nächste Treffer ist instant tot für mich. Das heißt, mein Birdie muss das regeln. Komm schon, Furby. Ja! Cube of Meat. So, die Runde ist langsam aussichtslos. World. Okay, nach rechts. Wo ist der Geheimraum? Unschön, unschön. Ach, wir haben jetzt noch den Cube of Meat, der mitballert. Sagt er unschön! Nein! What a horrible night to be cursed. So sieht es aus, wenn wir Whore of Babylon sind. Und Whore of Babylon zieht nur die normalen Herzen, nicht die Soul Hearts mit. Eine Slotmaschine. Das ist ein Problem. Rechts, nach rechts weiter. Noch so ein Raum! Schlecht, schlecht, schlecht. Richtig schlecht. Richtig, richtig, richtig übel. Üble Scheiße. Übler Shit is going on. Für einen Schlüssel gebe ich gerne Bombe auf. Kommen noch zwei Räume und dann habe ich vielleicht Glück. This is bad. This is very, really, really bad. Ich
Ich kann auch gerade nicht vernünftig reden, tut mir echt leid, das ist... Ich bin viel zu nervös. Dankeschön, Birdie! Zehn Bomben, oh Gott! Nun! That's problematic. Bitte. Gib mir Herz. Du auch. Sag dir Herz. Komm schon. Ein verdammtes Herz. Danke. Immerhin einmal bist du mir gnädig, Spiel. Komm schon, richtig, richtig. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Eine silberne Münze. Okay, wir sind wieder so ein bisschen, wir stehen wieder so ein bisschen gut da. Wie auch immer man das bisschen bezeichnen möchte. Ich gehe nochmal hier oben rein, ich möchte gerne noch die andere Slotmaschine sprengen. Eine blaue Pille. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ah! God fucking damn it. Nee, da gehe ich jetzt nicht so. Ich gehe so. Ich nach links. Nochmal nach links. Eine rote Pille. Das war. Bad Gas. Ich zum Münzraum, ich gehe zum Münzraum. Wir gehen ja sonst keine Risiken ein heute. Nö, 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 nicht mit mir heute, nicht mit mir. Nein, du Arschloch. Ich weiß, ihr wollt alle sterben, ich weiß es doch. Kommt her, kommt her. Ich gebe euch das, was ihr wollt. Das ist sogar kostenlos. Solange mich nicht tötet, das wäre ganz nett. Eine Bombe. So, bitte. Dankeschön, Spiel, danke. Spiel, du bist mir gnädig, ich hab's doch geahnt. So, wir stehen mit drei Herzen da und müssen jetzt den Bosscamp bekämpfen. Haben noch zwei Räume vor uns. Dieser Raum ist unschön. Oh Mann! Dieser Raum ist auch irgendwo ekelhaft. Yeah, what you gonna do, bro? What you gonna do? Wir nicht drüber. Beten wir, dass wir es schaffen. Das ist machbar. Das ist eigentlich sogar sehr schwer machbar. Ich bleibe einfach in der Ecke. Ich habe viel zu viel Angst. Mein Vogel macht das schon. Der kann das. Der ist gut. Und ich schieße einfach nur. Warte also kurz ab. Okay, mein Vogel macht gute Arbeit. Braves Vögel. Ja, du hast verkackt, mein Boss. Mein lieber Bossi. Und keine Boss-Besieg-Musik, schade. Brimstone. Diese Runde ist so oder so schon so aussichtslos. Ich nehme einfach mal Brimstone mit. Yeah! Mit so wenig Schaden. Das ist so aussichtslos.
Ring. Immerhin ein bisschen. Das ist auf jeden Fall besser als gerade. Definitiv. Piu. Ich hätte Brimstone noch besser aufladen können, denke ich mir jetzt gerade. Oh. Komm schon, stirb. Nein, verdammt. So. Eine weiße Pille. Tears down, komm. Was willst du von mir, Spiel? Hau mir doch noch mehr schlimme Sachen rein. Das gibt's doch gar nicht mehr. Ja, scheiß Statuen. Ich fühle mich langsam echt belästigt vom Spiel. Hallo Vogel, du steckst fest anscheinend. So, eins habe ich tot. Eins habe ich schon mal tot. Nein, verdammt! Drei habe ich tot. Vier habe ich tot. Geschafft. Und noch einen Raum haben wir wieder unser Book of Revelations. Schlecht, schlecht, schlecht. Verdammt. So. Ich bin hier voll am Panik schieben. Das müsst ihr euch mal. Das merkt ihr, glaube ich, auch. Die Sterne. Das war doch zum Startraum. Nein. Und ein Deck of Cards. Also schon wieder eine Scheiße. Lovers, gibt uns zwei Herzen. Nehme ich definitiv mit. Aber ich bleibe natürlich beim Book of Revelations, weil es einfach besser ist. Meine Meinung. Ich kenne ja andere, die sagen, nee, das ist voll doof. Ich liebe dieses Buch. Wenn ich meine Meinung ist, stirb. HGBD. Blabli blub. Verdammt. Das war nicht geplant. Das ist doch der Geheimraum. Komm schon. Stell dich nicht so an. Das waren jetzt zwei Bombenverschwender. Wie in jedem unserer Let's Plays, ich bekomme immer ein One-Up. Das ist langsam auffällig. Der Raum ist schon einfach. Und ein paar Stachelis. Einfach ein Strahl wieder auf. Bam. Ich habe wieder Hoffnung. Ich habe es irgendwie wieder verloren. Stop criticizing me, because you are ugly. Also gibt's doch keinen Sinn, because you are ugly. Doppelt null Sinn ergeben. Das schafft wieder einen Schlüssel. Gehen wir diesmal straight to the boss room. Yeah. Ich habe nämlich viel zu viel Angst, noch weiter rumzulaufen. Ich möchte einfach nur nach unten, aber wir kommen jetzt so oder so wieder einen der kopflosen Reiter. Der vier bösen Reiter. Nämlich den Krieg. The War. Hello War. You are easy.